Moin! Herzlich willkommen zu meinem Lieblingsvideo. Wieder jedes Jahr neu bei uns auf dem YouTube-Kanal von MyDartCoach. Das Behind-the-Scenes-Video zur MyDartCoach-Championship und dem Teamwochenende. Und wie könnte dieses Video wieder einmal anders starten als mit mir und mit Ben? Moin! Wie im letzten Jahr auch. Dieses Mal nicht mit einer Currywurst, aber Donnerstag früh, kurz nach 8 auf dem Weg zur Halle, denn es gilt jetzt gleich aufzubauen. Würde dieses Video anfangen, wenn die Planungen begonnen haben, dann hätten wir vor einem halben Jahr gestartet. Aber heute großer Aufbau, deswegen viel Spaß. Das Interesse an der MyDartCoach Championship in Bad Salzuflen wird immer größer. Endlich alles ausgeladen, Ben. Ja. Juhu! Juhu! Ja, wir müssen eins kaufen. Kleiner Zwischenstand. Bislang noch Kabelchaos. Aber das kann man ja potenziell auch noch fixen. Hier stehen schon, ich glaube, was sind es? Elemente für 44 Boards. Und Leinwand. Steht ja auch schon. Da kommen schon Boards dran. Und hier ist bislang noch nichts. Aber das kommt noch. So, einmal einkaufen, einmal chinesische Nudeln später. Ja. Weiter nach der Mittagspause. Es gibt noch viel zu tun, Ben. Viel zu tun. Oh. Kannst du mal zeigen gehen? So, Board und Werbeplatten sind auch schon mal am Start. Ja, kriegst du sofort. Kommt, Ben. Ich hol dir jetzt eine Zange, ne? Ja. Er tut halt was Gutes. Ich kenne mich mit Dart nicht aus, aber ich nehme an, das ist was Gutes. Wenn nicht, dann nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht warum. So, hier sitzen dann übrigens die Kommentatoren und von hier aus geht es dann in die Technik, wo hier noch alles rumsteht und hier der ganze Bums ist, fleißig gearbeitet wird, in diesem ganzen Wirrwarr, aber es funktioniert. Und dann hier draußen Bordanlage, Leinwand und 80, 90 Boards dahinter. So, kurz nach 18 Uhr, wir streichen die Segel. Und alles fertig und dann morgen mache ich nochmal so ein ganz bisschen und dann Samstag hier geht's hier richtig los, ne? Wir freuen uns. Wir freuen uns. So. Der werte Herr Geiler ist jetzt im Hotel und auch für mich geht jetzt der erste Tag zu Ende. Das heißt, morgen geht es dann weiter. Morgen dann der letzte Tag vor der MyDartCoach Championship und der Tag, wo alle Spieler aus dem Team MyDartCoach eintrudeln. Ich hab Bock. Ich werde hier einfach immer beim Essen gefilmt. Herr Geiler, wie ist Ihr
Zwischenfazit zu Lemgo und Bad Salzuflen? Ich kann wahnsinnig gut atmen hier in diesem Luftkurort, der gut ist für Allergiker. Ich habe zwar keine Allergien, aber hier werde ich auch nie eine bekommen. So Jack, how's your German experience so far? It's really good. I'm super excited for tomorrow. I can't wait to play darts. I'm looking forward to it. Nice. I'm gonna call you some categories and we're gonna do blind ranking. So I'm gonna call you 5 players and you have to rank it. Wie fühlt sich das an, wenn man 7 perfekte Darts hatte? Und das der 8 ist? Ich sehe es nicht richtig. Ich gehe lieber nochmal auf die Doppel 8. Da habe ich in der 70, ne? Alex, man sieht es dir kaum an, aber wie stressig waren die letzten 2 Tage? Vor 2 Tagen, der Tag war gar nicht so stressig, da war es einfach viel Arbeit, weil wir viel aufgebaut haben. Heute war es ein bisschen stressiger, weil heute so ein paar Stolpersteine in den Weg gelegt wurden, die wir bis jetzt aber gut beiseite schieben konnten. Und ich hoffe, dass ich in so 3 bis 4 Stunden ungefähr im Bett liegen kann. Und wie zuversichtlich bist du für morgen? Sehr, auf jeden Fall. Also die Vorfreude wird dann ab heute Nacht kommen. Wahrscheinlich schlafe ich wieder sehr wenig, so ähnlich wie du vielleicht auch. Mhm. Und ab morgen ist dann Euphorie und Vorfreude pur. Nein, der fällt mir das Fluchen machen, aber ich habe 4-mal gedacht, bitte nicht, hier ist immer so. Achso, auf deine Frage hin. Komm, wo war das denn, wo ist unsere Wasser? So, fertig für heute. Ich habe jetzt gar nicht so viel gefilmt heute. Wir haben heute noch einiges aufgebaut und waren noch einige Sachen zu fahren. Es sind alle Leute in die Hotels gekommen, mussten abgeholt werden, einchecken und so weiter. Vieles, wo heute einfach auch nicht die Kamera drauf war. Wir hatten jetzt einen richtig nicen Abend, einfach alle gemeinsam ein bisschen gechillt, paar Darts geworfen, was gegessen, gequatscht. War echt richtig cool mit den ganzen Leuten, die da waren. Auch da nicht zu viel gefilmt, aber ab morgen heißt es dann wieder Vollgas. My Dartco Championship 2024. Attacke ist angesagt. Morgen. Moin moin. How is this? Is the German bread better than the English one? Just having sandwiches. Yeah. Yeah, it is good. Auch gleich noch ein bisschen Film. Max Mainz, Darts Universe. Bist du zufrieden mit dem Turnier? Was ist dein erster Eindruck hier heute Morgen? Es sieht auf jeden Fall riesig aus, aber ich konnte mich schon mal ein bisschen einspielen. Man fühlt sich eigentlich ganz gut. Kommt noch drauf an, wenn hier die ganzen Spieler drin sind, wie das dann aussieht. Aber bis jetzt sehr groß. Also natürlich noch nie gespielt in so einer Größe. Sehr, sehr geil. Und Frühstück war auch gut? Frühstück, Brötchen, was will man mehr? Also alles perfekt hier. Dann passt ja alles. Super Service hier. So unterschiedlich hält es. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja. Ja, gib dir Kleingeld am Ende. Diese Boxen wieder. Was ist da passiert? Ich habe den Kaffee getrunken und irgendein Spaßvogel hatte das so halb drauf gemacht. Und dann habe ich das runtergezogen und getrunken und dann ist es halt an mir runtergelaufen. Weißt du, wer der Spaßvogel war? Nee. Nein. Ich. Ach so. Ich war es. Ich bin einfach ein Dulli. Maurice, ich will das nicht machen, aber fass mal bitte die letzte eine Stunde zusammen. War sehr schön. Am Tresen hat es echt Spaß gemacht. Ansonsten war top, muss ich sagen. Überragend. Was sagst du zu diesem Line-Up hier? Gruppenphase, erstes Spiel, Czerwinski-Prokop?
ist ein Top-Spiel, muss man sagen. Schewinski im Moment super drauf. Prokop auch. Da kannst du echt nicht meckern für das erste Spiel im Stream. Top. Wahnsinn. Und es wird ein Handy vermisst mit der schwarzen Hülle. 2-0 steht es gerade. Seid ihr danach? Ich bin danach, ja. Hallo! Hi! Muss ich was sagen? Also. So, das erste Leck auf dem Streamingboard von der K.O.-Phase, 15 Darts, David Jeske. Die K.O.-Phase läuft jetzt mittlerweile, läuft doch gut, letzte 256, doch ganz gut im Zeitplan, das läuft. Schon wieder zwei drin. Ich glaube, das ist eine 140. Sehr, sehr stark. Stark, was dieser junge Sohn eines Dartshop-Besitzers hier macht. Das sind die neuen Darts-Geschichten. Das sind hier nicht die Fensterputzer, die um die Ecke kommen. Ein großer Applaus für Patrick Klingelhöfer. Mit der Brille vom Team My Dart Coach, denn der Sieger kommt auch aus dem Team My Dart Coach. Es ist der Mann, der gleich den größten Applaus ernten wird mit 46 Highlights heute, mit den meisten. Mit einem Durchschnittsaverage von 81,5 Punkten an diesem Tag. 880ern, einer 177. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 High-Finishes. Unter anderem einer 142 und unzählbar vielen Shortlegs. Ich bitte um den größten Applaus für Leon Weber! So, wir sind fertig, Alex.
im doppelten Sinne. Es ist fast alles aus der Halle raus, alle Technik weg. Wir haben Sonntag 12.58 Uhr. Das passt. Ja. Wir haben das Wochenende geschafft. Wir haben es geschafft. Willst du die letzten Worte im Behind-the-Scenes-Video haben? Ach, ja, nehme ich wohl. Also geschafft trifft es. Man hört es mir auch so ein bisschen an. Durch das Headset gestern, durch die viele Kommunikation, haben wir hier viel zu tun gehabt. Wir haben es aber gewuppt bekommen. Gerade wir beide haben es super gewuppt, denke ich. Es gab viel Lob, auch von meiner Seite, kann ich nur sagen, war super, war richtig toll. Die Leute hatten alle Spaß hier. Wir haben jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die du gezeigt hast, die räumen wir jetzt weg. Und dann können wir gleich alle zu unseren Familien. Und dann einen coolen Sonntag. Nächstes Jahr wieder. Und dann nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Wir sind schon an den Planungen dran. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es wird noch größer.